Bühne, das Handorgelathlet Rubin Getzmann von Zunste im Kanton Basel-Land. Wir haben von ihr uns gesehen, rechts aussen, der Noli Rubin, er kommt zu Zunste, spielt Handorgel. Und der andere Handorgel ist der Rudi Getzmann, er wohnt in Wiesen, im Kanton Solothurn. Dann haben wir am Klavier Seppi Hauser von Brattelen. Und Seppi Hauser ist niemand anderes als der Sohn vom legendären Köbi Hauser, der natürlich früher im Kanton Mühlen grossartige Erfolg gefeiert hat mit seiner Musik. Und am Bass haben wir dann einen aus dem Kanton Luzern, der Heinz Stadale von Litauen, vielen bekannt als Produzent von Tonträgern. Wieso ist die Kapelle Rubin Getzmann da? Das hat ebenfalls seinen Grund. Sie haben auch sehr oft auf Dienst von Franz Giesler Zähler von 1982 bis 1995, also bis zu seinem Tod, hat er mehr als 100 Mal bei ihnen gespielt. Sei es als Bassist, oder dann haben sie abgewechselt, dann haben sie geblasen. Sie haben herrliche Zeiten erlebt mit Franz Giesler und sind natürlich recht gerne da angekommen. Sie haben übrigens das nächste Jahr das 25-jährige Bestehen feiern. Sie existieren also seit 1972 und sie haben mir gesagt, das wäre sicher Festlichkeiten auch zum 25-Jährigen, zum Silberjubiläum. Aber das Datum sind im Moment noch nicht bekannt. Aber das werden wir sicher nicht lesen und hören, was sie jetzt im nächsten Jahr planen. Wir hören von Ihnen auch drei Stück. Zuerst ein Schottisch, der heisst «Jetzt muss noch etwas gehen». Das ist ein Mix. Eins Teil ist von Franz, eins von Noli Rubin und eins ist traditionelles. Also eine Art Popuri, kann man sagen, von der Komposition her. Dann haben wir aber zwei Stücke, die von Franz Giesler allein sind. Polka im Urnenbettler Jägerstippli und nachher ein Fox mit dir allein, beide also von Franz Giesler. Ich wünsche euch heute zum Handorgel, der Rubin Getzmann, den ihr begleitet, mit recht guten Unterhaltung.